Mit der Begründung der Relevanz der Fragestellung muss dargelegt werden, warum die Zielgruppe der Arbeit diese lesen sollte bzw. welchen Mehrwert sie daraus ziehen kann. Das entsteht dadurch, dass Erkenntnisse so nachvollziehbar und begründet dargestellt werden, dass andere darauf aufbauen können. Deshalb wird die Relevanz durch Abgrenzung zum aktuellen Stand der Forschung begründet. Die Begründung zeigt sich normalerweise durch eine Argumentationskette, in der auf frühere Arbeiten verwiesen wird. Sie hat das Ziel, die Relevanz des Themengebiets zu zeigen, danach zum eingegrenzten Thema hinzuführen und eine Frage zu identifizieren und daraus die Zielsetzung der Arbeit abzuleiten. Im ersten Schritt würde die Relevanz des Themenfelds der kulturspezifischen Do's and Don'ts im internationalen Handel begründet werden. Diese Begründung wird oft aus konkreten, aktuellen Anlassfällen bezogen. Im nächsten Schritt würde man zur Relevanz der kulturellen Unterschiede hinweisen. Das zeigt sich einerseits durch die Erwägung von sozialen Faktoren, andererseits anhand von welchen Eigenschaften oder Aspekten die Bewohner klassifiziert werden könnten. Die Behauptung ist die relevante Fragestellung und muss entsprechend mit Erkenntnissen aus früheren Arbeiten abgesichert werden. Danach würde man zeigen, dass es zum aktuellen Stand der Forschung noch keine systematische Darstellung oder Aufbereitung der relevanten Aspekte gibt. Um die Relevanz der vorgeschlagenen Kriterien für den Anwendungsfall beurteilen zu können, müssen die Sitten, Bräuche und Gesprächsthemen der jeweiligen Länder gegenübergestellt werden. Das Kritischste hier ist, dass die Ausgangslage der kulturellen Unterschiede von zwei Ländern zu erarbeiten ist. Wird diese nicht mit entsprechenden Literaturquellen hinterlegt, weist das darauf hin, dass diese Hypothese selbst untersucht und belegt werden muss. Dafür würde man eine andere Fragestellung brauchen. Die Identifikation eines Themas, das Formulieren einer Fragestellung und die Begründung der Relevanz ist gelungen, wenn der folgende Satz vervollständigt werden kann. Ich möchte X untersuchen, um herauszufinden, ob Y, damit meine Leser verstehen, dass Z. X ist der identifizierte, eingegrenzte Themenbereich. Y wird aus der Fragestellung abgeleitet und Z begründet die Relevanz dieser Fragestellung. Kann der Satz vervollständigt werden, zeigt das, dass alle notwendigen Komponenten vorhanden sind. Eine Aussage über die Qualität der Komponenten kann allerdings noch nicht getroffen werden. Dazu ist es eine inhaltliche Prüfung notwendig. Der Satz deckt aber logische Fehler in der Begründung der Relevanz auf. In weiterer Folge kann dieser Satz auch die Grundlage für das Formulieren der Einleitung darstellen. In unserem Beispiel könnte dieser Satz so aussehen. Ich möchte die kulturspezifischen Do's and Don'ts im internationalen Handel am Beispiel von Österreich und China untersuchen, um herauszufinden, anhand von welchen Kriterien sich Vertragsverhandlungen im internationalen Umfeld unterscheiden, damit meine Leserinnen verstehen, dass kulturelle Akzeptanz und Wissen über Sitten im geschäftlichen Bereich maßgeblich sein kann.